Hallo zusammen. Ja, ich bin endlich wieder mal im Windpark Hohenlochen. Die Baustelle ist aus dem Winterschlaf erwacht. Ich war vor knapp 2 Monaten das letzte Mal hier, am 11. Januar. Da war hier kompletter Wintereinbruch, alles in Schnee gehüllt, die Zuwegungen waren komplett vereist. Ja, heute bin ich endlich wieder mit dem Mountainbike hier. Heute ist der 6. März. Und ja, hier ist ziemlich frühlingshaft und in der Zwischenzeit hat sich auch einiges wieder getan. Anlage 2 hat endlich ihre Rotorblätter. Die stand ja echt einige Wochen ohne Rotorblätter rum, aber die ist jetzt endlich fertig. Ja, und Anlage 3 befindet sich im Aufbau. Ich stehe hier wieder an meinem Lieblingsaussichtspunkt, wo man einen super Blick auf Anlage 3 jetzt hat. Ja, das Wetter hat zum Glück die letzten Wochen mitgespielt und ja, Anlage 3 wurde jetzt eigentlich innerhalb von dieser Woche aufgebaut. Also Dienstag, glaube ich, die Stahlturmsegmente und Mittwoch, Donnerstag dann Maschinenhaus und ja, gestern dann Stator und Rotor. Ja, heute, ursprünglich war, glaube ich, noch geplant, die Narbe zu ziehen. Aber scheinbar ist es jetzt doch zu windig. Kommt mir jetzt gar nicht so vor, aber man weiß ja nie, wie es da jetzt in 160 Metern aussieht. Jo, und die Flügelmontage ist dann wahrscheinlich erst, ich schätze mal, vielleicht nächstes Wochenende oder die Woche drauf, weil jetzt für kommende Woche ist schon wieder Sturm angesagt, leider, und das wäre einfach zu gefährlich, die Anlage jetzt mit Narbe und einem Rotorblatt hier stehen zu lassen. Da wird das Blatt wahrscheinlich komplett zerreißen. Ja, aber heute wieder Bombenwetter, richtig geil, auch echt cool mal wieder im Mountainbike hier hochzufahren. Drohne habe ich auch dabei. Wir werden ein bisschen rumfliegen, ein paar geile Aufnahmen machen. Ja, echt toller Ausblick hier auf Anlage 3. Hier sieht man auch nochmal, wie riesig der Generator ist, beziehungsweise der Rotor. Ja, da kommt jetzt die Kugelnarbe drauf und dann die Rotorblätter und dann ist sie fertig. Ja, ist gar nicht so einfach, dann mal so ein paar Wochen am Stück schönes Wetter zu erwischen, um mal eine Anlage komplett aufzubauen. Sobald ein bisschen Wind aufkommt, muss man direkt wieder pausieren, sonst ist es zu gefährlich. So, ich bin jetzt hier an der Baustelle von Anlage 3. Hier kommt man ziemlich gut ran. Die liegt hier direkt neben der Forststraße. Ja, normalerweise ist hier auch abgesperrt, aber ja, heute passiert leider wieder nichts und deshalb ist der Weg hier ganz normal geöffnet. Immer schlechtes Timing, immer wenn ich arbeiten muss, passiert was und jetzt am Wochenende, geiles Wetter, ich habe frei, dann ist wieder zu windig und es passiert nichts. Ich müsste echt mal eine Woche Urlaub nehmen und hier einen Camper aufstellen, damit ich mal den Aufbau beobachten kann. Da ist er, der Riese. Und dann direkt nebendran der Riesenkran. Das ist echt ein geiles Bild. Das finde ich schon geil, wenn man das einfach so nah einfach miterleben kann. Ja, ich werde wahrscheinlich auch nächste Woche nochmal hinfahren, damit ich auch einfach mal live dabei bin, wenn sie Narbe oder Rotorblätter ziehen. Weil jetzt die letzten paar Male war es meistens so, dass ich hier war und dann ja, gab es nichts zu sehen. Naja, also hier liegt die Narbe, noch eingepackt.
Und zwei Rotorblätter sind hier auf der Baustelle. Das dritte liegt oben bei Anlage 4. Ja, also einfach auch wegen dem Platz. Hier ist relativ beengt. Drittes Rotorblatt hat da einfach nicht hingepasst. Genau, wenn die anderen beiden dann mutiert sind, dann kann das dritte gerade von oben runterrollen. Ja, den Aufbau übernimmt übrigens die Firma RTS Wind AG. Gute Arbeit, Jungs. Ja, hier springen auch so ein paar Hansel auf der Baustelle rum, aber ich weiß nicht, ob die irgendwas vorbereiten für nächste Woche oder was die machen. So, heute ist der 29. März. Ich bin nochmal auf dem Hohen Lochen, wie ihr seht. Anlage 3 ist mittlerweile fertig errichtet. Ich habe es leider nicht zur Montage geschafft. Hat zeitlich nicht so gut gepasst und auch vom Wetter her war es nicht so schön. Das wären keine so tollen Aufnahmen geworden. Naja, es gibt ja noch eine Anlage, die aufgebaut wird. Der Kran ist mittlerweile umgezogen zu Anlage 4. Ja, heute ist hier der Sommer ausgebrochen. Sommerliche 22 Grad, super warm, relativ windstill, perfekte Bedingungen, um die vierte Anlage aufzubauen. Ich hoffe mal, ich habe Glück. Ja, was auch cool ist, Anlage 1 ist mittlerweile am Netz. Beim letzten Mal ist sie nur so ein bisschen getrudelt, aber sie ist jetzt auch am Netz. Zeitgleich mit der EP3 in Biederbach. Sehr cool. Ja, ich vermute, dass sie die Anlagen jetzt so stückweise in Betrieb nehmen. Erst die zweite, dann die dritte und ja, dann die vierte als letztes. Dass hier endlich mal Ökostrom produziert wird. So, ich stehe jetzt hier gerade an der Einfahrt zur Baustelle von Anlage 4. Ja, hier ist heute einiges los. Stehen ziemlich viele Fahrzeuge. Ja, der Kran hat sich gerade gelöst. Die haben gerade die zweite Stahlsektion verschraubt. Jetzt fährt der Kran gerade wieder hoch. Ja, ich habe gerade mit einem Typ vom Aufbauteam hier gequatscht. Der meinte, dass auf jeden Fall heute noch die letzte und dritte Stahlsektion hochgeht und morgen früh dann das Maschinenhaus. Ja, wenn ich Glück habe, erlebe ich das mit, wie sie die dritte Stahlsektion ziehen. Passiert endlich mal was, wenn ich hier bin. Ja, Wetter ist auch echt perfekt heute, also es geht kaum Wind. Ja, super Temperaturen. Ja, wenn es so weitergeht die nächsten Tage, also der Herr von der Baustelle meinte, dass ja, sie bis Donnerstag noch montieren, dann geht es in die Osterpause. Also schätze ich, dass sie Maschinenhaus, Stator, Rotor und Narbe vor Ostern noch montieren und dann nach Ostern wahrscheinlich die Rotorblätter. Ja, hier stehen einige Fahrzeuge. Da hinten liegen dann die Rotorblätter. Ja, zum Glück sind die jetzt wenigstens mal alle da. So schätze ich mal, dass der Aufbau der Anlage hier dann relativ flott geht, wenn das Wetter so gut bleibt. So, jetzt stehe ich hinter der Anlage und hier hat man nochmal einen richtig geilen Ausblick auf die Baustelle. Da kommt man richtig nah ran. Ja, hier im Vordergrund sieht man jetzt schön die drei Rotorblätter. Krass. Was die auch für Dimensionen haben, ey, Wahnsinn. Alle heile hier oben angekommen. Ja, was ich auch krass finde, hat mir jemand erzählt, es ist halt immer ein Satz von drei. Also die sind genau aufeinander genormt und ausgewuchtet. Und ja, wenn eins beim Transport beschädigt wird, kann man entweder versuchen, das irgendwie zu flicken oder man muss den kompletten Satz austauschen. Schon echt krass. Also 1:1 austauschen funktioniert nicht. Zumal ja, die Blätter ja auch extra aus Portugal oder der Türkei kommen.
Enercon produziert ja jetzt vermehrt im Ausland, um Kosten zu sparen. Schon krass. Aber sie sind alle heil angekommen, so wie es aussieht. Ja, und da liegt dann die dritte Stahlsektion. Ich nehme an, die wird jetzt gerade vorbereitet. Haben sie gerade noch so ein bisschen rumgewischt, haben noch ein bisschen sauber geputzt. Später lässt sich das schwer nachholen. Ja, da sind auch schon die Aufhängungen dran befestigt, wenn sie dann hoffentlich nachher gezogen wird. Ja, die Narbe ist noch eingepackt. Ja, und der Kran ist, der hat oben am Turm irgendwas abgeladen. Weiß nicht, was er da abgeladen hat. Weiß nicht, vielleicht Schrauben oder irgendwas oder keine Ahnung. Das ist auch ein Riesenteil, ey. Das ist schon echt eine krasse Verantwortung. Da braucht man echt Feinspitzengefühl, um so ein Riesenteil zu steuern. Aber der Typ ist wahrscheinlich schon total routiniert. Er hat das wahrscheinlich schon 10.000 Mal gemacht. Ja, da hinten sieht man jetzt auch den Brandenkopf mit dem Aussichtsturm, wo ich auch schon mal war. Und da steht die kleine Tacke TW600. Gibt's auch ein Video auf meinem Kanal. Ja, ich hoffe echt sehr, dass sich hier heute was tut. Dass ich das mal live miterleben kann. Das wäre echt ein Highlight. So, hier sind wir jetzt nochmal schön die anderen Komponenten. Maschinenhaus ist schon ausgepackt, da wird auch gearbeitet. Das werden sie schon vorbereiten, damit es morgen früh pünktlich hochgezogen werden kann. Hinten dran liegen der Generator und der Stator. Wird auch gearbeitet. Hier nochmal die Narbe. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange sich das jetzt noch hinzieht, bis sie die dritte Stahlsektion ziehen. So, Freunde, es wird ernst. Das dritte Turmteil hängt am Haken und wird jetzt gleich hochgezogen. Geil, ey, dass ich das mal live miterlebe. Hier sind noch ein paar andere Schaulustige. Das ist echt spektakulär, ey. Boah, krass, das ist riesig. Das sind jetzt bestimmt noch mal 30 Meter, die jetzt noch mal oben auf den Turm drauf kommen. Jetzt gleich ist es aufgerichtet. Und dann geht's, ja, so ein 130 Meter Höhe, schätze ich mal. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall gleich auch mit der Drohne hoch, dass ich das auf jeden Fall auf der Drohne drauf habe von oben. Das wird richtig geil. Ja, der kleinere Kran hilft noch das erste Stück und der Rest macht dann der große. Krass, ey, wie das aussieht, ey, das sieht so geil aus. Schwenkt es ein bisschen nach links. Ja, es wird gleich die Schlinge unten gelöst.
Ja, der kleine Kran fährt jetzt runter. Dann wird die Schlinge gelöst und dann macht der große weiter. So, jetzt ist es schon ein Stück weiter höher. Und es wird jetzt ganz, ganz langsam im Schneckentempo nach oben gezogen. Der Kran gibt sein Bestes. Geil, ey, dass ich da dabei bin, ey, das ist ein echtes Highlight. Richtig geil. So, fast geschafft. Gleich ist es oben. Noch ein kleines Stück. Mann, sieht es geil aus, ey. Boah, ich freue mich gerade wie ein kleiner Junge, ey. Das ist ein echtes Highlight. Man die Leiter innen drin. Boah, der Kran ist auch echt mächtig laut. Der gibt gerade alles. So, und oben ist das dritte Turmteil. Es tanzt jetzt wahrscheinlich noch so ein bisschen oben vor dem Turm rum, bis die Bolzen exakt aufeinander passen. Da ist jetzt nochmal Fingerspitzengefühl gefragt, aber das sieht gut aus. Eine kleine Lücke ist noch da, aber ja, gleich werden sie es eingefädelt haben. Krass, das war jetzt echt richtig spektakulär. Ihr werdet es auch später auf dem Drohnenvideo sehen. Das war echt geil, das mal mitzuerleben bei so einem riesigen Turm. Ja, und fertig ist der Turm. Geil. Und ich habe es miterlebt. Morgen früh dann das Maschinenhaus. Geil. Ja, das wird jetzt eine Zeit lang dauern, bis sie den verschraubt haben. Heute passiert nichts mehr. Morgen geht es mit dem Maschinenhaus weiter. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen.